Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Erdtag, der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton, am 23. April 2019, übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Es ist ein schöner Tag auf Erden, an dem du das schöne Wesen anerkennst, das direkt unter deinen Füßen liegt und dir alles gibt, was du jemals verlangen oder brauchen könntest. Nun hat so etwas wie der Tag der Erde noch das Potenzial, einen Riss unter den Menschen zu erzeugen. Es gibt extreme Positionen, wenn es um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter Erde geht. Wir wissen, dass du dich besser um sie kümmern wirst, wenn du dich entwickelst. Wir wissen auch, dass der beste Weg für euch alle Veränderungen in eurer Welt zu bewirken, darin besteht, Liebe, Wertschätzung und Mitgefühl zu diesem Mutter- und Schöpferwesen zu senden, das ihr genau dort und jederzeit unter euch habt. Du musst nicht in langwierige Debatten wegen des Klimawandels geraten, um etwas zu bewirken. Alles, was du tun musst, ist, deinen Teil dazu beizutragen, das Bewusstsein zu schaffen, dass sich dir in deiner Erde und ihrer Atmosphäre, ihrer Wasserversorgung und dem Boden, auf dem du gehst, widerspiegeln wird. Alles beginnt und endet mit dem Bewusstsein. Deshalb empfehlen wir dir, die Wahrheit, dass du Bewusstsein bist, zu nutzen, um die Veränderung zu schaffen, die du außerhalb von dir sehen willst. Und ja, ihr könnt auch euren Teil dazu beitragen, indem ihr Recycling betreibt und bestimmte Unternehmen boykottiert, von denen ihr wisst, dass sie eure Mutter Erde nicht respektieren. Und ihr könnt so viel mehr tun, indem ihr ein Liebesfest wie den Erdtag, den Earth Day, in euren Herzen schafft und ihn dort festhaltet. Dein Leben ist so viel mächtiger als deine Fakten und Zahlen darüber, was mit der Erde zu diesem Zeitpunkt vor sich geht. Ihr habt in den Millionen von Jahren, in denen Menschen auf der Erde waren, euch immer weiter von ihrer Energie entfernt. Du wolltest in Sicherheit sein. Du wolltest nicht von wilden Tieren gefressen werden. Und du willst nicht von Insekten oder Schlangen gestochen oder gebissen werden. So hast du nun diese Wohnungen, in denen du lebst, und diese Bürogebäude und all die anderen Orte, an die du gehst, geschaffen, die dich mehr von der Natur trennen. Aber du kannst so viel von dem finden, was du suchst, indem du in die Natur gehst und eine ruhige Zeit mit deiner anderen Mutter, Mutter Natur, verbringst. Und so werdet ihr die Veränderung schaffen, die ihr auf eurem schönen Planeten sehen wollt. Und wir freuen uns, dass ihr alle es immer öfter tut. Wir wollen auf jeden Fall, dass du mehr als einen Tag von 365 im Jahr damit verbindest, dein schönes Mutter- und Schöpferwesen zu feiern. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Und wie sinnvoll es wäre, diesen heutigen Tag als Tag der Erde zu sehen und ihn auch als diesen zu feiern, ist, wenn man mal schaut, was am 23. April 2019 eigentlich gerade sozusagen das Motto des Tages ist.
Es ist der Tag des deutschen Bieres. Das ist der Tag des deutschen Bieres wurde 1994 von dem Deutschen Brauerbund ins Leben gerufen und feiert den Erlass des Bayerischen Reinheitsgebots im Jahr 1516. Leute, verdammt nochmal, es ist doch jeden Tag der Tag des Bieres. Wie viel Liter wird sich denn reingekippt? Da könnten wir doch echt einen anderen Tag daraus machen. Was meint ihr? Und es ist auch Welttag des Buches. Der Welttag des Buches wurde 1995 von der UNESCO ausgerufen, um auf die fundamentale Bedeutung des Buches und seine unverzichtbare Rolle in der Gesellschaft hinzuweisen. Ja gut, das ist gar nicht so schlecht. Welttag des Labors ist auch, okay, das lese ich euch gar nicht vor, es ist auch Tag der englischen Sprache. Wie schön. Es ist auch Kinderfest in der Türkei. Okay, Kinderfest in der Türkei finde ich gut grundsätzlich. Aber scheinbar könnte man auch mehrere Mottos ausgeben sozusagen. Hier gibt es noch den Georgstag. Na gut, der Georgstag ist der Festtag zu Ehren des heiligen George, eines frühchristlichen Märtyrers aus Kappadokien, welcher im 3. Jahrhundert lebte. Na gut, das war's eigentlich. Es könnte aber auch Osterdienstag sein übrigens. Der Osterdienstag war ursprünglich der dritte Feiertag zur Auferstehung Jesus Christus. Mit der zunehmenden Globalisierung und wahrscheinlich auch als eine Folge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert war der Osterdienstag als dritter gesetzlicher Feiertag nicht mehr haltbar. Okay, Leute, man kann sich manchmal nur noch wundern. Okay, lasst uns doch einfach heute den Tag der Erde feiern. Liebe Grüße, euer Wolfgang.